dann glaube ich, ist natürlich Gold wert, dass beide Mannschaften jetzt in der zweiten Liga spielen, weil das Niveau dort wirklich sehr, sehr gut ist und die Diskrepanz zur ersten Liga ist nicht mehr ganz so groß wie von der ersten zur Regionalliga. Deswegen müssen wir schon schauen, dass die Jungen so nah wie möglich an den Profifußball dran sind, an der ersten Mannschaft dran sind und es in der zweiten Liga einfach gegeben.